Sich gut zu kleiden muss nicht immer bedeuten, alles neu zu kaufen. In diesem Videoformat möchte ich dir zeigen, dass man durchweg mit Secondhand-Kleidung einiges anfangen kann. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco. In diesem Videoformat möchte ich dir zeigen, dass man Secondhand-mäßig ganz schön durchstarten kann. Hier findest du einen Ordner. Ich habe bereits schon zwei Videos gemacht. So wie ich es in meinen anderen Videos bereits auch schon gesagt habe, seit ich Secondhand-Kleidung trage, habe ich viel mehr Qualität im Kleiderschrank und achte eben auch auf Qualität. Ich wurde in meinem letzten Video mal gefragt, ob ich denn nur auf günstig achte. Selbstverständlich nicht. Ich gucke natürlich auch nach Gefallen. Also ich gehe nicht nur danach, ob was super gute Qualität hat, sondern ich gucke auch danach, wie es mir gefällt. Und so wie es bei meinen Lederschuhen zum Beispiel ist, gucke ich schon darauf, wie lange habe ich mit dem Schuh. Und so habe ich ja bei meinen Pumas auch mich entschieden gehabt, auf gebrauchte Lederpumas zurückzugreifen, weil ich einfach weiß, die heben ewig lang. Also ich hatte meine letzten locker 10 Jahre, aber da war dann die Sohle blank, da war nichts mehr drauf. Wir fangen jetzt mal mit Outfit Nummer 1 an. Ich habe mir auf dem Flohmarkt ein grünes Shirt gekauft, so ein Langarm-Shirt. Und da wusste ich nicht so genau, passt mir das? Da stand 2XL drin. Steht es immer noch, ganz klar, das ist so ein ganz helles Grün. Und ich habe mir das dann so hingehoben, irgendwie schon und so. Mir hat man im Nachhinein gesagt, dass das irgendwie eine Jugendmarke sei. Das ist ein Marco Polo T-Shirt. Relativ gute Qualität, also da kann man schon sagen, da steckt Qualität dahinter. Ist ein bisschen ausgebleicht, also das ist dann schon so ein Stück, wo man sagen muss, Flohmarkt, da können natürlich schon die ein oder anderen Fehler sich einschleichen. Wenn du bei Jubab bestellst, die gucken da schon drauf, dass die Sachen einigermaßen gut sind, weil sonst würden sie sie nicht verkaufen. Oder steht auf der Homepage steht drauf, kleine Fehler. Also das musst du immer mit beachten. Dann habe ich die grüne Jacke von H&M dazu angehabt. Ich habe diese Bomberjacke, die seht ihr in einem nächsten Outfit. Aber die ist zu warm. Ich hätte es nicht gedacht. Die ist verdammt nochmal zu warm. Kann ich im Winter anziehen. Ja, ich dachte echt, ich hätte so eine zweite Übergangsjacke, weil die H&M-Jacke langsam so ein bisschen schlapp macht. Oh nee. Naja. Also muss ich nochmal nach einer Übergangsjacke gucken. Jetzt ist aber erstmal das Thema Winterjacke. Ich habe zwar eine, aber wollen wir nicht zu sehr abschweifen. Ich habe dazu meine Jeans angehabt von LTB, die ich auch gebraucht gekauft habe. Da habe ich mir bei Jubab einfach vier Hosen bestellt. Von diesen 4 haben tatsächlich 2 gepasst. Weil ich ganz genau weiß, von 10 Hosen passen mir 11 nicht. Also ist bei mir und meiner Größe immer so ein bisschen schwierig. Dazu habe ich meine dicken Chelsea Boots an. Die sehen noch gut aus, ja, sind aber an der Seite geplatzt. Leider. Wenn es mal richtig Winter ist und da, so ihr kennt das, und die Kälte reinkriegt, da kriegst du A, nasse Füße, B, kalte Füße. Also jetzt geht es noch, alles kein Ding. Der Riss ist auch nicht zu groß. Aber das nächste Problem an den Schuhen ist eben auch, ich kann mit denen nicht Auto fahren. Du hast kein Gefühl bei den Schuhen. Und von dem her habe ich mir ja dieses schwarze Paar besorgt, das ich euch auch noch zeigen werde. Im zweiten Outfit habe ich meinen grünen Pulli an. Der ist so ein bisschen fledermausmäßig geschnitten, also er ist ziemlich weit. Der hat mich auch ein bisschen mehr Geld gekostet. Aber im Nachhinein hat sich doch gezeigt, dass die Qualität von dem Ding nicht ganz so gut ist. Es ist aber ein bequemes Teil. Und es wärmt einigermaßen, auch wenn es ein bisschen weiter geschnitten ist und so. Aber gerade dieses Weite macht es halt eben so bequem und man kann auch so ein bisschen seinen Bauch verstecken. Dazu habe ich wieder meine Jacke von H&M an. Wie gesagt, die Bomberjacke ist zu warm. Und wenn du halt schon was Langärmliches anhast und dann noch die Bomberjacke, hat sich halt eben noch bei plus 10 Grad gezeigt, ist zu warm, geht gar nicht. Dazu habe ich wieder meine LTP-Jeans an. Jeans ziehe ich meistens so lange an, bis sie Flecken kriegen. Da bin ich meistens sehr tollpatschig. Das kann passieren, dass ich was Neues anhabe und es ist dreckig. Oder ich kann halt ewig lang mit so Sachen rumlaufen. Das heißt ewig lang,
schon so eine Woche. Und es ist ja auch so, du darfst deine Kleidung oder solltest deine Kleidung nicht zu oft waschen, weil jedes Waschen macht eben die Kleidungsstücke kaputt. Und wenn du eben günstigere Kleidungsstücke anhast, dann fallen die halt viel schneller auseinander. Dazu trage ich wieder meine dicken Chelsea Boots. Wenn ich nicht Auto fahren muss, sind die echt gar kein Problem. Ich mag die echt gerne und ich finde es schade, dass sie geplatzt sind, muss ich wirklich sagen. Aber das ist wieder so das typische Beispiel. Kunstleder hält halt nichts aus. Mein Pony hat heute so ein kleines Eigenleben. Naja, Outfit Nummer 3. Fangen wir mal mit der Strickjacke an. Ich trage zu der Jahreszeit gerne Zwiebellook. Weil ihr kennt es, ihr geht morgens aus dem Haus. Und im Laufe des Tages werden es dann doch 20 Grad und du schwitzt dir einen ab, weil du morgens irgendwie einen Pulli angezogen hast. Also sind so kürzere Sachen gar nicht so schlecht, oder? Ich trage einen Pulli und drunter eben nichts. Also ihr habt vorhin auch meinen Bauch durchblitzen sehen. Weil es geht einfach, ich schwitze dann. Also das Schlimmste finde ich, wenn es mir von den Klamotten her zu warm ist. Also wenn du gerade unterwegs bist, du hast noch eine Jacke und so weiter und so fort. Also da ist ein Zwiebellook gar nicht mal so übel. Und da habe ich jetzt die Strickjacke. Dazu trage ich mein schwarz-grün gestreiftes Kleid von H&M. Das habe ich jetzt doch auch schon eine Weile lang. Hat sich gezeigt, die Qualität war gar nicht mal so übel. Und lasst es 10 Jahre sein, wo ich das Kleid jetzt habe und halt doch auch in regelmäßigen Abständen trage. Dazu trage ich meine Gabelkette. Die habe ich mir mal auf dem Markt gekauft. Da war ein Schmied da und der hat dann Besteck, was du mitgebracht hast, hat dann gebogen. Und das fand ich gar nicht übel. Er ist leider nie wiedergekommen. Schade. Zu der ganzen Geschichte trage ich jetzt diesmal die Bomberjacke und ein Halstuch. Also, Halstuch habe ich drin bei dem Outfit. Bei mir ist es immer so, wenn es dann doch kalt ist, ich brauche was am Hals. Da bin ich dann doch ein bisschen empfindlich. Wenn ich das nicht mache, dann sind meine Lymphknoten sehr schnell beleidigt und ich kriege dann so Halsschmerzen. Also das muss dann schon immer zu sein. Das Halstuch passt vielleicht nicht so ganz zum Rest. Also so bin ich dann echt auch nicht, dass ich mir dann noch zig Halstücher kaufe, die dann irgendwie passen, sondern es muss halt einfach irgendwie werben. Das ist so das Hauptding. Bomberjacke hat dieses Mal zu dem Outfit gepasst, war aber trotzdem ein Ticken zu warm. Ihr werdet lachen. Also ich warte schon, dass es ein bisschen kälter wird. Dazu habe ich dann auch wieder die hohen Chelsea Boots getragen. Das hat einfach irgendwie gepasst. Und das war so ein bisschen die Woche dieses Schuhs. Also zu dem Schuh habe ich gerne gegriffen. Beim Outfit Nummer 4 trage ich einen schwarzen Pulli, der jetzt nicht Secondhand ist. Den habe ich aber schon ewig. Ewig. Ich habe nie wieder so ein Ding gesehen. Schade, aber ich liebe es total. Also diesen Schnitt und dieses eine grüne Oberteil, das hat ja auch so einen ähnlichen Schnitt. Bloß, dass es nicht auf die Schulter fällt. Für den habe ich damals auch relativ viel Geld bezahlt. Also habe ich hinher überlegt, ob ich den überhaupt nehmen soll. Aber dass der jetzt überhaupt noch lebt, ist wirklich ein Riesending, weil ich habe den auch mindestens schon 10 Jahre oder so. Das ist jetzt grob gesagt. Ich trage zu dem schwarzen Pulli die Gabelkette wieder und meine grüne Hose. Also diesmal ohne diese Schleife, weil die geht relativ hoch weit hoch. Diesen Bändel, den trage ich nicht, wenn ich irgendein Shirt oder so drüber habe, sondern einfach nur die Hose. Und die H&M-Jacke ist dieses Mal auch wieder dabei, weil ich einfach bei der Bomberjacke einen Tag zuvor gemerkt habe, das war zu warm, das geht einfach nicht. Und dazu trage ich dieses Mal, weil es einfach zum Oberteil besser passt, die schwarzen Chelsea Boots. Die habe ich ebenfalls von Yubab. Und die haben mich, glaube ich, die waren echt runtergesetzt, 12 Euro gekostet oder so. Also das ist echt gar nichts für so einen Schuh. Im 5. Outfit trage ich was, was ich bereits schon im letzten Video getragen habe. Aber ich fühle mich einfach in der Kombination wohl. Und das ist zum einen mein Pulli mit diesem Pflanzenprint von Flohmarkt, der ebenfalls 2XL hat, ist aber Esprit. Da muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, weil das sind halt so Marken, die hätte ich damals mit dem Arsch nicht angeguckt. Also ich habe nur coole Marken getragen oder H&M, weil H&M war cool.
Und jetzt halt wirklich so Sachen. Ich gehe halt gar nicht mehr nach der Marke, sondern ich gehe halt wirklich, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Und wenn ich eben so Sachen im Internet bestelle, dann kann ich nicht nach der Qualität gehen. Aber das habe ich jetzt dieses Mal wieder auf dem Flohmarkt gefunden. Da habe ich halt von der Qualität her schon gemerkt, das ist ein bisschen besser. Und eben 2XL hat mich dann schon ein bisschen erschreckt. Habe aber gesehen, ja, ich nehme es mal mit. Kleines Geld. Habe 2 € für den Pulli bezahlt. Da kann ich echt gar nichts sagen. Dazu die grüne Hose, die passt einfach super gut. Und ist halt eben auch zum so tragen echt bequem. Gerade zu der Jahreszeit, wenn du halt wirklich so, ja, um die Nieren rum ein bisschen wärmer haben möchtest, passt die Hose echt gut. Dazu trage ich die H&M-Jacke, weil der Pulli halt doch ziemlich warm ist, muss man an der Stelle schon sagen. Und ich trage die hellen Chelseas. Die habe ich auch von Jobab. Die haben mich 8 € gekostet oder so. Die waren ewig lang, waren die im Sale. Und bei Jobab ist es so, wenn ihr Sachen beobachtet und ihr seht, die sind ewig im Sale, dann werden die immer günstiger. Und irgendwann mal haben die halt unter 8 €, 7,80 € gekostet. Das war echt der Hammer. In meinem 6. und letzten Outfit trage ich meine Pünktchenbluse. Und die ist für mich irgendwie so ein schwieriges Teil. Die habe ich im letzten Jahr echt gerne getragen, aber dann fiel mir sehr schnell auf. Gerade in Videos, wenn du dich selber filmst, siehst du das dann ganz arg, dass durch meine große Oberweite diese Bluse halt doch so ein bisschen absteht. Also ich muss bei so A-linienförmigen Sachen obenrum, muss ich echt aufpassen, weil durch meine große Oberweite, ne, und dann, du willst zwar schon was über den Bauch haben, was den Bauch so ein bisschen versteckt, aber du willst halt auch nicht irgendwie wie ein Zelt rumlaufen. Klingt witzig, ist aber leider so. Dazu trage ich meine silberne Kette. Die habe ich vom Flohmarkt, auch für kleines Geld, ist aber echt Silber. War eine Haushaltsauflösung und ich liebe dieses Ding. Also es lohnt sich wirklich auf dem Flohmarkt mal genauer in diesen Kisten rumzugucken. Vielleicht nicht gerade wieder Modeschmuck zu kaufen, sondern vielleicht dann wirklich zu den Sachen zu greifen, die halt echt sind. Und ganz oft kriegst du die für ein Schnäppchen. Das ist echt der Hammer. Dazu trage ich die Mavi-Hose. Die mag ich echt gerne, die mag ich von der Waschung auch irre gerne. Es hat einen hohen Stretch-Anteil, die Jeans. Hosen oder Jeans funktionieren bei mir nur mit einem hohen Stretch-Anteil, sonst passen die mir einfach nicht. Das ist der Hammer. Und dazu trage ich die Bomberjacke. Das hat ganz gut gepasst, weil die Bluse nicht ganz so warm ist. Und die schwarzen Chelsea-Boots, die ich ebenfalls von Jubab habe. Man muss sich bei dem Thema Kleidung einfach extrem bewusst sein, welchen Rattenschwanz das mit sich zieht, wenn du dir ständig neue Kleidungsstücke kaufst. Und ich kenne immer noch Leute, die Kleidungsstücke im Schrank haben, die sie noch nie angezogen haben. Ja, zum einen kannst du über Momox die Sachen verkaufen, zum anderen ist es halt kein guter Zug, weil die Sachen werden produziert, wenn sie nicht Fair Fashion sind. Ist die Umweltverschmutzung ziemlich arg. Zum einen bei der Produktion. Jeans zum Beispiel ganz schlimm. Aber auch Prints, bunte T-Shirts und so weiter. Gerade auch wenn die Arbeiter diese Sachen färben oder nähen müssen, ist es halt eine dementsprechend hohe Gesundheitsgefahr. Und das hat mich halt damals dazu gebracht zu sagen, ich greife auf bereits schon bestehende Kleidungsstücke zurück. Und es ist absolut kein Problem, Secondhand einzukaufen. Und das, was ich nicht Secondhand einkaufe, das versuche ich Fair Fashion einzukaufen. Inzwischen ist Fair Fashion nicht mehr so hässlich und so teuer. Es gibt so tolle Fair Fashion Marken. Ich habe bereits auch schon ein paar vorgestellt. Wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich dir den Ordner auch unter dem i. Socken von Tok Tok, die sind sowas von gut. Ich habe jetzt erst wieder ein paar Socken von H&M weggeschmissen, die ich einfach noch hatte. Loch drin. Alle Socken, die ich von Tok Tok bis jetzt besitze, keins ein Loch. Die haben gar nicht an Qualität nachgelassen, das ist der Hammer. Und das nächste, was ich mir von Tok Tok kaufen werde, ist eine Leggings. Aber dazu muss erstmal eine von meinen 2 kaputt gehen. In diesem Sinne melde ich mich wieder ab. Ich sage danke fürs Einschalten. Gib mir einen Daumen nach oben für mein Video, falls es dir gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos.
Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.